Moin zusammen. Ich melde mich hier aus dem Hofladen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen versprochen, dass wir euch die Kalender noch mal ganz genau zeigen. Die sind ja jetzt angekommen und die wollten wir euch gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Wir haben ja schon einige Bestellungen bekommen oder bei uns sind schon einige Bestellungen reingekommen. Und wir haben ja auch schon mal ein bisschen was geteasert, aber noch nicht genug. Wir haben ja den Kalender vorgestellt und da war eine Seite noch nicht so ganz, wie wir sie haben wollten. Ich weiß gar nicht, ob Stefan das gezeigt hat. Ich glaube schon. Genau, wer sich überraschen lassen möchte, der schaltet am besten nachher einmal aus. Dann sage ich nochmal Bescheid, weil wir jetzt so ein paar Seiten zeigen möchten. Und ja, zu den Kalendern. Das ist ein DIN A4-Kalender im Querformat. Und wir haben uns hier für jeweils so ein etwas neueres Design entschieden. Und zwar haben wir hier einmal Natur pur mit reingenommen als Schriftzug 2024 und dann natürlich Supersusum darf natürlich nicht fehlen. Und hier heißt der Kalender jetzt nicht Schlepper und Maschinen, sondern Moin 2024. Ich denke mal, das erklärt sich von alleine. Das war, fand ich mal, eine ganz coole neue Idee. Das passt ja auch zu den anderen Designs, die es auf den Mützen gibt und auf den Pullovern. Und ja, mit den Kalendern sind wir wirklich richtig happy. Wir haben lange überlegt, welche Fotos hier reinkommen dürfen. Und das war Anfang des Jahres so, dass wir uns schon mal richtig gefreut haben, dass wir Schnee hatten. Denn da konnten wir dann endlich mal wieder ein paar Schneeaufnahmen machen für den Kalender. Ob es nun für den Natur-Pur-Kalender ist oder hier für den Schlepper-Kalender. Schnee muss ja irgendwie dabei sein und es schneit nicht jedes Jahr und das war schon mal richtig cool. Also ihr könnt euch auf ein bisschen Schnee freuen, auf Sonne, auf Sommer, auf Herbst und Frühling. Also es ist von allem etwas dabei. Und ja, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an zu zeigen. Also wer sich überraschen lassen möchte, der darf dann auch gerne hier ein bisschen vorspulen. Ansonsten dürft ihr hier mal ein paar Einblicke im Kalender bekommen. Ja, Bruno darf nicht fehlen. Bruno ist dabei. Wir haben hier die Gänse dabei. Ich teaser das immer nur so ein ganz kleines bisschen an, ne? Die Überraschung möchte ich euch nicht versauen. Wir haben hier unsere Absetzerkälber dabei, das ist im März. Die sind im Frühling dann ja, werden ja abgesetzt von den Mamas und kommen dann hier zum Hof, dass wir sie noch ein bisschen ja, überwachen, zähmen können. Genau. Wir haben dieses Jahr Küken gehabt und die haben wir bei uns im Garten großgezogen. Das durfte natürlich auch nicht fehlen und ich finde Küken Richtung Ostern auch ganz toll. Im Mai haben wir ein Rapsfoto. Dann haben wir hier ein paar Naturaufnahmen im Kalender. Wir haben Kornblumen mit dabei. Im August ist im Naturpurkalender eine Maschine. Und zwar war ich mir da nicht ganz sicher, aber am Ende fühlte sich das total richtig an. Mit dem Herz als Wolke. Denn ja, ohne die Maschinen und ohne die Natur würde das ja alles gar nicht so funktionieren. Und wir finden, dieses Bild ja, beschreibt einfach auch unsere Liebe zur Landwirtschaft und zum Landleben. Und ja, das ist die einzige Maschine, glaube ich, die im Naturpurkalender zu sehen ist, der Topliner. Wir haben unsere Ferkel dabei, die im Gras rumtollen. Das ist ein Highland-Foto, eins meiner Lieblingsfotos. Die Stimmung war so toll, morgens ist das entstanden. Wir haben nochmal eine Highland-Kuh. Ich finde, die besten Fotos sind immer morgens entstanden bei den Rindern. Die Stimmung war immer echt richtig, richtig toll. Und wie versprochen, ein Winterfoto darf natürlich nicht fehlen, ein Schneehuhn.
Richtig klasse. Also wir sind hammerfroh mit der Auswahl der Fotos. Hier ist noch mal hinten eine Übersicht. Die könnt ihr euch dann natürlich auch gerne noch mal anschauen. Der Kalender ist ja auf mattem Fotopapier gedruckt und hat rechteckige Seiten. Also es ist jetzt kein Papier, sondern das ist wirklich, könnt ihr das hören? Das ist ziemlich festes Papier und ist mit einer Spiralbindung gebunden und dann kann man das richtig schön aufhängen. So, und der Schlepper- und Maschinenkalender, der darf natürlich nicht fehlen. Ich habe immer die Angst, wenn wir so in der Mitte des Jahres sind, dass wir nicht genug Fotos produziert haben. Und manchmal ist es dann auch so ein bisschen Druck und Stress, ob man jetzt wirklich auch genug hat. Und dann habe ich im Oktober, nee, im September schon mal oder im August schon mal so ein bisschen sortiert und geguckt, ob da was dabei ist, ob wir überhaupt einen Kalender produzieren können. Und da war ich richtig, ja, geschockt, dass man dann doch irgendwie so viele Fotos produziert hat. Das hat man dann nach 8 Monaten alles gar nicht mehr auf dem Schirm. Genau, also hier zeige ich jetzt auch ein paar Fotos. Also wer sich auch hier überraschen lassen möchte, jetzt gerne ein bisschen vorspulen. Wir haben natürlich Schneeschieben dabei. Das erste Mal Schneeräumen mit dem 415. Das war ein Tag, da bin ich extra zu Fuß im Schneegewitter da hingelaufen, um die Fotos zu machen. Dann haben wir hier den 926 im Sonnenuntergang am Göttlern. Herrlich. Da hinten am Deich sind die Tiere auf dem Deich, also das und die Gänse fliegen hier und ja, das ist wirklich ein richtig stimmungsvolles Foto. Wir haben hier den 39, unser Schätzchen am Sehen. Da, wo wird Hafer, glaube ich, gedrillt? Ja, das ist Hafer. Auch finde ich ein ganz tolles Foto mit den Windmühlen. Passen natürlich total toll hier oben hin. Also das Foto ist ja ein richtiges Nordfriesland-Foto mit den Windmühlen, dem Deich im Hintergrund. Der 926 mit der großen Walze darf natürlich auch nicht fehlen. Irgendwo hier auf dem Bild versteckt ist die Drohne zu sehen. Müsst ihr mal schauen. Die wollte ich erst rausretuschieren, aber dann fand ich das irgendwie auch doof. Die gehört ja dazu. Stefan hat nämlich gefilmt mit der Drohne und ich habe Fotos gemacht. Genau. Gülleballern darf natürlich auch nicht fehlen. Bei vielen ist das dann ja schon im ja, Januar, Februar der Fall. Bei uns immer dann, wenn die Fahrbarkeit gegeben ist. Und das ist bei uns im Mai dieses Jahr gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall auch ein mega cooles abendliches Stimmungsfoto. Mein Schlepper darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Hier beim Ballenverladen. Das erste Jahr Ballenverladen mit dem 415 und mit dem 311er im Gepäck. Richtig cool. Ja, was kommt wohl im Juli? Der darf natürlich nicht fehlen. Also, das ist unser absolutes Lieblingsfoto hier vom Topliner. Wir hatten ja zwei zur Auswahl, aber mit der Lichtstimmung und ja, man sieht das gehäckselte Stroh hier fliegen und ja, herrlich. Echt richtig klasse. Das Eigenlob stinkt, habe ich immer irgendwo gelesen, aber das spiegelt einfach so diesen Tag auch total wider. Die Stimmung war da so toll. Ich glaube, ihr könnt euch an das Video bestimmt erinnern, wo wir Korn abgefahren haben und dieser Sonnenuntergang, der war einfach so bombastisch. Ja. Dann so ein richtiges Bio-Foto hier. Strohpressen und mit Kamille vorne im Vordergrund. Das finde ich ist auch nochmal ein richtig cooles, anderes Foto vom Strohpressen. Ein bisschen was Grünes mit dabei. War dieses Jahr natürlich auch Thema und ja, das kann man nicht vorenthalten. Strohpressen war dieses Jahr mit Kamille im Vordergrund. Das Stroh ist aber trocken reingekommen zum Glück. Ja, hier haben wir im September den 39 mit dem Frontgewicht.
Das hat Stefan extra fürs Foto dann ja noch zurecht gemacht. Da hat er gesagt, wir müssen unbedingt noch ein Foto vom 39 mit dem Frontgewicht haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht, auf welcher Fläche das jetzt gerade hier ist. Schwierig zu sehen. Da wisst ihr das vielleicht sogar besser als ich. Also da müsst ihr mal spekulieren, auf welchem Feld es war. Ich weiß es gerade nicht. Der Oktober, mein Lieblingsmonat. Da brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Das ist toll. Also, das ist ein Bild. Das ist echt mein absolutes Lieblingsfoto vom 3.11. Man sieht mir die Freude im Gesicht, also man sieht mich auch ein bisschen. Das Licht war mega gut. Stefan hat das Foto gemacht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaube, das war am 11. September. Müsste der 11. September gewesen sein. Und ist dann natürlich im Oktober gerutscht, weil ich auch weil das eigentlich ganz gut passte, weil wir gerne den Tiefenlockerer im September haben wollten. Jetzt hier im November haben wir dann nochmal den 415 mit dem Striegel. Das war, glaube ich, einer der ersten Einsätze mit dem Striegel und dem 415. Frontal, richtig cool. Ja, der Striegel darf natürlich auch nicht fehlen. Auch wenn der 311er mehr gestriegelt hat als der 415. Dann haben wir hier auch nochmal den 415 am Grübeln im Frost. Herrlich. Und mit der Abendstimmung wollten wir gerne das Jahr wieder beenden. Dann ist schon wieder Dezember 24. Und wir fanden, dass das Abendlicht perfekt ist für die Weihnachtszeit, für den Dezember. Ja, das war der Schlepper- und Maschinenkalender 2024. Wieder ein Jahr mit Sippers Husum. Wir sind so froh. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Jahr in Folge, wo wir unsere Kalender rausbringen dürfen. Und das macht uns richtig, richtig stolz und froh. Und unsere Auflage hat sich immer irgendwie ja verdoppelt oder verdreifacht. Dieses Jahr sind wir ja bei der gleichen Auflage wie letztes Jahr geblieben. Oder sind wir sogar wir sind bei der gleichen Auflage. Wir wollten uns nicht vergrößern, weil das auch alles irgendwie noch zu schaffen sein muss. Und ja, wir fangen jetzt an im Oktober die Kalender zu verschicken. Da sind schon einige Versandaufträge raus und ich habe schon ein bisschen was gedruckt und da fange ich dann jetzt an und dann gehen die Kalender jetzt auch in den nächsten Tagen schon raus. Dann arbeiten wir immer peu à peu die Bestellungen ab und ich denke mal, dass wir im Dezember, Richtung Dezember ausverkauft sein werden. Jetzt ist so um die Hälfte weg oder vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, aber der große Ansturm wird dann, denke ich mal, Richtung Weihnachten kommen, wenn man sich dann auch auf das neue Jahr vorbereiten will. Dann mag man ja auch erst so richtig an Kalender denken, aber denkt dran, die Kalender sind limitiert. Es gibt nicht mehr, wenn sie leer sind, sind sie leer. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so eng. Wir werden, denke ich mal, rechtzeitig Bescheid sagen, wenn irgendwie nur noch 100 Stück oder so auf Lager sind. Dann können diejenigen, die noch unbedingt einen haben möchten, schnell sein. Und ja, genau, das war's zu dem Kalender-Vorstellungsvideo oder Beitrag. Hier nochmal zu sehen, beide Kalender. Viele haben schon zwei bestellt. Das finde ich auch immer ganz schön. Wir haben immer einen bei uns im Haus. Und einen hat Stefan in der Werkstatt. Genau. Ja, das war's und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich bin dann mal wieder weg.